Ja, Hallöchen, meine Lieben, und einen wunderschönen Tag. Die Käthe, eure Handarbeitstrolli hier. Willkommen auf meinem Kanal, allen neuen und bisherigen Zuschauern. Der ein oder andere mag es mitbekommen haben. Der Tati-Dienstag mit der Medusa von Diamond Art Club ist vorbei. Heißt, jetzt gibt es die Post-Review dazu. Jetzt kann ich sie mal wieder aus der Box rausholen. Seit 2 Wochen liegt sie hier drin und wartet auf weitere Dinge. Für mehr, für Einrahmen oder sonstiges hat es noch nicht gereicht. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Tada! So, da ist die gute. Ich falle euch eh mal so durch. Hier oben ist noch ein bisschen, siehst du, Washi-Tape mit drauf. Die Sedusa von Mandy Menzano. Ein Diamond Art Club Kit. Na, siehst du hier, Größe 51x81, runde Steinchen. Jawohl. So. Fangen wir an. Fakten, wie es sich gelegt hat, das könnt ihr gerne im Tati-Dienstag mit verfolgen, wer möchte. Ich verlinke euch einmal die Playlist dazu, quasi ein Wippenchat mit der Tati und mir. Genau. So, dieses Kit hat 46 Farben, wobei 3 Farben ein AB sind, und zwar einmal hier, ich versuche das mal, ja doch, hier, na, hier die schönen Reflexionen, das ist einmal der blaue AB, und weiter unten in den lilanen und pinken Schlangen kommt auch hier, wartet mal, seht ihr das, ja doch, so ein bisschen, also das dezenter eingesetzt hier im Randbereich. Moment. Bei dem Blau hier geht ganz gut, aber Rosa und Lilla oder Flieder wenig so ganz. Hier auf jeden Fall ein AB. Und hier ist noch mal ein anderer AB mit drin verarbeitet, hier in der Außenlinie. Ja. Genau, das Schöne bei Diamond Art Club Leinwänden ist immer, du kannst die im Prinzip, jeder andere würde jetzt, oder kriegt jetzt einen Schreck. Nee, du kannst das machen mit den Leinwänden. Alle kein Ding. Der gegossene Kleber, wenn du da die Steinchen drauf hast, der ist nicht sofort fest, aber der zieht sich um die Steine rum. Deswegen ist das alles gar kein Problem. Ich liebe es. Ich liebe es, auf solchen Leinwänden zu arbeiten. Ja. Ich habe bei den Augen habe ich die Originalsteinchen ersetzt. Und zwar sowohl in den Schlangenaugen als auch in den Augen von Medusa. Das ist so das einzige Tuning, was ich bestrieben habe. Und zwar einmal bei den grünen Schlangen, so ein grünen Kristall. Bei den blauen hatte ich blaue zur Verfügung. Das hier, mal gucken, da kann ich dir vielleicht ein Foto, obwohl das ganz gut rüberkommt hier. Glitzern. Da habe ich kristallfarbene, und bei den lilanen und pinken Schlangen habe ich rote Kristalle genommen. Genau. Wunderschön. So, was habe ich für die Augen für die Medusa verwendet? Und zwar hatte ich mir da die Diamond Dots mit entsprechender Farbnummer, falls ihr das nachordern möchtet, gibt es bei Amazon. Dazu gekauft.
wunderschön, wunderschöne Oberfläche. Genau. Die hatte ich mal in so einem Mixbeutel bei einer AliExpress-Bestellung mir geordnet. Einmal die blauen. Nach oben hängen, nicht nach unten. Dann wird das auch was mit dem Nachbarn. So. Genau, also das waren die einzigen Sachen, die ich verändert habe. Ansonsten ja, legen, dran arbeiten an dem Diamond Art Club. Immer eine Freude, das macht sich wie von alleine. Und viele erschrecken sich wahrscheinlich hier wegen dem lilanen Gesicht. Ganz ehrlich, ich mag es. Es gibt, also ich habe es auch schon gesehen auf Instagram oder Facebook, ich weiß es nicht mehr genau. Es hat auch, da gab es mal ein, zwei Leutchen, die haben sich, also die fanden das Lila nicht so schön und haben das halt komplett so angepasst, wie das Gesicht eben ist, dass er hier halt diese bräunlich-beigen Töne dann eingesetzt haben statt dem Lila. Ja, aber ich mag das eigentlich, das bringt so ein bisschen, also wie soll ich das sagen? Dadurch, das ist wie so ein, sie kommt da aus den Schlangen, aus der Dunkelheit heraus. Also, ich finde, das macht nochmal eine ganz andere Stimmung. Aber jeder darf da seine Meinung haben und austauschen, wie und wo und was. Das kannst, kann man ja machen, wie man möchte. Ja. Mal eben zwischendurch nochmal. Ich hier. Ich habe die Steinchen vergessen, euch zu zeigen. Und zwar, es hat ja alles gereicht. Zwischendurch hatte ich ja Panik, dass mir was ausgeht. Hier von dem Blau und so. Hatte aber übersehen, dass ich ja hier in die kleinen Boxen passt ja nicht so eine riesengroße Tüte von Diamond Art Club mit drin. Also hatte ich einen Teil noch in die anderen Tüten. Das, was angefangen, also angefangene Tüten waren, das habe ich hier jetzt drin gemacht. Also hier ist wirklich alles drin, was drin gehört. Keine weiteren Reststeine, außer das hier noch. Eine ganze Tüte 310 für, ich sag mal, 20, 30 Stück hätte ich die jetzt noch anbrechen müssen. Brauchte ich jetzt aber nicht, weil ich hatte noch aus einem anderen Diamond Art Club Kit Reststeine da. Genau. Also alles reichlich vorhanden. Müll war, also Ausschuss war eigentlich auch nicht so extrem. Ein paar sind jetzt hier nicht drin. Also so ein paar diese kleinen Dinger hier so, also was außerhalb der Größe ist, ein bisschen irgendwie extra gekrüscht oder einfach die in der falschen Farbe waren. Also fast nichts, kann man sagen. Also mehr als begeistert. Genau. Es wird das hier, also die Steinchen werden einsortiert dann in dieses System von Heidi von Craft and Wedding. Ja, kann ja mal die Box öffnen. Ein paar Sachen habe ich hier schon drinnen, nicht so viel, weil absortiert habe ich mir bisher bloß die Diamond Art Clubs. Einige warten noch auf Town Kitting, aber da muss ich mich jetzt ransetzen. Genau. Labeln, also du siehst ja, die Tüten habe ich jeweils immer mit der DMC-Nummer
Und dem Sticker von Diamond Art Club, weil meistens hatten sie dieselben Symbole. Teilweise hatten sie jetzt zum Beispiel, wie sieht bei dem 310 auch ein E, hatte ich bei ihrem Kit. Aber auf jeden Fall, die DMC wird immer dabei sein und dabei stehen. Und ja, entweder dass man es sich selber vorschreibt. Oder was ich jetzt so auch hatte, und zwar in der Kooperation von VIP Cross-Stitch, da war bei den Teilen hier, bei den Garnorganisierern, auch eine DMC-Liste mit dabei. Heißt, ich kann die Sticker verwenden. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch bei Diamond Painting Deutschland, habe ich das gesehen. Die ganzen Tüten werden übrigens nicht aufgemacht, die werden so hier drinnen gelagert. Wo war ich? Diamond Painting Deutschland, ja, hat auch so eine DMC-Sticker-Legende. Ne? Also, genau. Und dann liegt ja der Box, der Sortierbox von Heidi hier so ein Color Code mit drin, wo du eben deine Steinchen zur passenden Farbe aufkleben kannst, rundeckig, ja. Nö. Ja, auch noch relativ leer. Leider, leider. Schande auch mal über mein Haupt. Muss mich ransetzen. Genau. Also, alles gereicht, alles wunderbar, alles sehr gut liegen lassen. You know. Juti. Weiter im Text mit dem Video. So, wie gesagt, sehen sie aus. Und was ich hier auch probiert habe, weil der Diamond Art Club Kenner, der weiß, hier unten steht normalerweise was. Ja, steht auch was. Ich habe versucht, die Schrift mit Nagellackentferner zu entfernen. Ja, hat geklappt, aber, und jetzt kommt der kleine Aber, der Glitzer geht weg. Also die Leinwände, die glitzern ja so ein bisschen. Also das ist dadurch weg, das ist stumpf. Ich möchte den Rand eigentlich nämlich nicht abschneiden oder irgendwie. Ich möchte die, wenn dann gerne so aufhängen, entweder dass ich mir die in eine Posterschiene hier oben einfädel oder man kann hier so eine Einschlaghülsen sich rein machen und die dann daran aufhängen. Das ist mit der Leinwand absolut machbar. Ja, jedenfalls, das geht weg mit Geduld und Nagellackentferner. Bitte dabei darauf achten, Acetonfreien zu nehmen. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten wäre meine nächste Option, das einfach mit schwarzer Acrylfarbe den Rand zu bemalen, weil die ganzen Daten und das hier, das muss ich jetzt nicht unbedingt drauf haben. Ja, genau. So sieht das aus. So wird sie auch wieder in ihre Box erstmal bis zum nächsten, ja, bis sie endlich dran ist, weiter zu bearbeiten. Jetzt habe ich so viel noch zu tun mit anderen Sachen. Wird sie jetzt wieder eingerollt und kann wieder in die Box. Abracadabra. Verschwindibus. Ja, also wirklich eine Freude dran zu arbeiten. Auch der Tati Dienstag hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, Playlist verlinke ich dir dazu. Wer gerne ein bisschen Unterhaltung möchte beim Painten, schaut da gerne vorbei. Genau. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Bei Fragen
gerne unten in die Kommentare. Ich sage am Ende auch nochmal Danke an Katrin vom Kanal Chaos on Tour, dass sie dieses Kit weiter veräußert hat und ich hatte das große Los, es kaufen zu dürfen. Sehr schön. Ja, bis dahin. Der nächste Tati Dienstag rollt auch an. Es geht immer weiter. Und vielleicht sieht man sich da dann wieder. Ja, meine Lieben. Bis dahin sage ich, bleibt mir gesund, fröhlich, Hörnchen aufrecht und bis bald. Tschüss.